Gut, wir haben einen kleinen Aussiedlerhof sozusagen gefunden. Bei dem können wir jetzt Handel treiben. Da sieht man, was sie im Angebot haben, nämlich Wolle und Räucherfische. Okay, hier ist nur Wild. Auf euren Befehl. Und ja, zum Handeln brauchen wir auch immer unseren Ritter. Wie ihr wünscht. So, jetzt können wir die Fischerhütte und eine Metzgerei schon mal ausbauen. Ne, beide. So, da als nächstes sind die Holzfällerhütten auf Maximum dran, dass wir schneller an Holz kommen. So, hier ist überall ein Fluss im Weg. So, genau, hier könnten wir jetzt theoretisch 9 Fisch für 50 Gold kaufen. Oder 9 Wolle für 30 Gold. Insgesamt 5-mal haben sie das Angebot gerade. Verstanden. Und das dauert halt eine Weile, bis sich das Angebot wieder erholt. Auch. Wie ihr wünscht. Aber im Augenblick brauchen wir weder das eine noch das andere, weil wir produzieren ja unsere eigene Nahrung. Wir könnten theoretisch an jemanden auch Ressourcen schicken. Also sie gegen Gold eintauschen. Wenn unser Steuereintreiber nicht genug eintreiben kann. So, wir haben Holz für die Holzfällerhütten. Danach die Jägerhütte und danach der Rest. Jawohl. Wow, da ist ein Bär schlecht gelaunt. Verstanden. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Also ja, wir werden sehen, in welche Richtung wir uns ausbreiten müssen. Wir können jetzt übrigens auch Getreidefarmen anbauen. Weizen und allem. Das können wir aber, sollten wir aber erst dann machen, wenn alles andere rund läuft. Hier haben wir übrigens noch ein paar Wölfe, die uns Probleme machen könnten. Sofort. Auf euren Befehl. So, hier oben wäre mehr Fisch. Ei. Machen wir jetzt mal die Fischerhütte aus. Und die Jägerhütten. So, da kommt nämlich noch eine Fuhre Holz. Damit können wir die zweite Jägerhütte ausbauen. Und können uns theoretisch jetzt eine Räucherei leisten. Um unsere kleinen Fischvorräte zu verarbeiten. Auf euren Befehl. Verstanden. Seid willkommen. Wir hoffen, dass ihr schon bald eine starke Siedlung errichtet, um uns zu schützen. Bitte besucht uns wieder, sobald ihr Landvogt seid. Jawohl. Und ja, ich könnte theoretisch mit Wolle einen Weber beliefern. Also hier unten bei ihnen Wolle kaufen, um damit den Weber zu beliefern. So, jetzt da wir zwei Jägerhütten auf Maximum haben, warten wir mal, dass hier ordentlich was an Tieren reinkommt. Weil für die
Gerberei werden auch Tierkörper benötigt. Also ja, die werden als Tierkörper geführt hier. Ohrfisch. Tierkörper. Erforderlich für Wurst, Seife und Lederkleid. Erforderlich für Räucherfisch. Wichtige Gebäude ausbauen, Mauern und Straßen bauen, Steinfallen und Munitionskarren bauen. Gebäude bauen und ausbauen, Palisaden bauen und reparieren, erforderlich für Besen und Bänke. Das ist hauptsächlich für, ja, für Militär das Eisen, Kräuter für Medizin. Wollkleider und Banner braucht man Wolle. Met und Kerzen Honig. Und für Käse halt Milch. So, da wir genug Fisch reinkriegen. Bauen wir den mal auf Max aus. Ach ja, und wir wollten einen Steinbruch errichten. Das war die falsche Taste. Ich brauche die Shift-Taste. So, Steinbruch. Den schließen wir auch gleich ans Wegenetz an. Und ja, hier haben wir auch jetzt unsere Kirche. In der Kirche können wir jederzeit Predigten einrufen. Dadurch spenden die Siedler uns Gold, schaffen aber halt in der Zeit auch nichts. Ist also immer mit etwas Vorsicht zu genießen. So, und dann sorgen wir mal für ein bisschen Weizen. So, weil ihr seht, jedes Weizenfeld kostet uns 3 Holz. Deswegen ist Weizen jetzt nicht unbedingt gerade die beste Startnahrung. Okay, wir haben jetzt gerade unser ganzes Holz verschleudert. Nun, da wir eine Farm gebaut haben, benötigen wir auch Felder, auf denen das Getreide wachsen kann. Wählt die Getreidefarm an und klickt auf die Schaltfläche Kornfeld. Legt das Feld in der Nähe der Farm an. Gut gemacht. Nun können unsere Bauern auf den Feldern Getreide ernten. Ja, und eigentlich reichen pro Bauer 2 Felder normalerweise. Weil bis das eine nachgewachsen ist, ist das andere wieder dran. Aber das dritte habe ich, das siebte habe ich jetzt einfach angelegt, damit es ein bisschen schöner aussieht. So, unsere Nahrungsproduktion ist top. Wir müssen jetzt auf Holz wieder warten. Da kommt schon das nächste Holz. Können wir nämlich jetzt mal eine Gerberei errichten. Den Steinbruch ausbauen. Farm gerade nicht, die Gerberei gerade auch nicht. Aber da kommt schon wieder Holz. Sofort, auf euren Befehl. Ja, hier ist Sumpflandschaft.
Das heißt, bevor wir uns weiter hier umsehen, reiten wir erstmal wieder zurück. So, für die Gerberei brauchen wir dann nochmal Holz. Weizen wurde schon ausgeliefert, also könnten wir uns auch ebenso gut jetzt mal eine Bäckerei bauen. Während wir auf das nächste Holz warten, was eigentlich jetzt dann demnächst kommen sollte. Ja, da ist die nächste Holzlieferung. In der können wir die Gerberei maximal ausbauen und ich glaube auch die Steinmetzhütte. Weil wenn wir dann irgendwann Baron sein sollten... können wir theoretisch unsere Feldwege hier zu Straßen ausbauen. Ja, jetzt warum brauchen wir dann aber auch halt Reinigungsgüter? Also in erster Linie Besen. Das heißt, wir brauchen auch irgendwann mehr Holz. Na, mal gucken. So, ich denke, wir können jetzt mal die Burg ausbauen. Als nächstes. Und da wird jemand von einem Wolf angefallen. Nicht gut. Wie ihr wünscht. Alles klar. Das Jawohl. Heißt, die kleine Wolfstruppe, da sollten wir mal loswerden. So, jetzt sollten Alles wir Markus klar. erstmal zurückziehen, damit er sich hochheilen kann. Und damit wir ihn zum Landvogt machen können. Ja, Landvogt erklären. Als nächstes können wir dann Seife und Besen machen. Ich, Markus, werde euch immer treu ergeben sein. Ich danke euch für euer Vertrauen, mir den Titel des Landvogts von Schalja zu verleihen. Dies ist eine gute Vorbereitung für die Aufgaben, die noch vor uns liegen. Wir sollten nach den Dörfern im Norden und Nordosten Ausschau halten. Das Kloster befindet sich im Osten. Ein Ritter namens Elias, ein Händler, wie es scheint, wurde beim Hafen im Südosten gesehen. Ja. Wir sollten jetzt nach und nach diese Position halt erreichen. Also erst einmal hier oben. Alles klar. Ja, die haben wir schon, aber sie sind noch unbekannt, weil wir eben noch kein Landvogt waren. Unser Dorf heißt euch willkommen. Es ist ein kleines Dorf, doch wir mögen es. Seid gegrüßt, ehrenwerter Ritter. Wir benötigen dringend Wollkleidung. Ob ihr uns wohl welche schicken könntet? Wolle dafür erhaltet ihr südlich von eurer Siedlung. Wir wären euch ewig dankbar. Verstanden. Okay, nein, halt als nächstes. Verstanden. Suchen wir dann erstmal die anderen auf. Und ja, dafür kommt uns